Guten Tag, meine Damen und Herren. In Hamburg finden in dieser Woche die 79. internationalen Tennismeisterschaften von Deutschland statt. Heute werden Halbfinalspiele im Herren-Einzel und Doppel ausgetragen. Vom ersten Halbfinale im Herren-Einzel meldet sich Heribert Fassbinder. Die Bildführung hat Peter Jensen. Auch am vorletzten Tag der 79. internationalen Tennismeisterschaften von Deutschland geht am Hamburger Roten Baum ein leichter Nieselregen runter, der aber Gottlob die Vorschlussrundenbegegnungen noch nicht gefährdet. In der ersten Partie heute Nachmittag stehen sich gegenüber der schwedische Weltranglistenvierte Mats Wilander, hier an Nummer 1 gesetzt, und sein gleichaltriger Gegner Miloslav Mečir aus der Tschechoslowakei. Das ist er, 1,91 groß. Er steht auf der Weltrangliste zurzeit auf Platz 27. Mats Wilander gewann schon als 18-Jähriger die internationalen französischen Meisterschaften, war ein Jahr später im Finale, 83 und 84 wurde er internationaler australischer Meister. Wohlgemerkt erst 20 Jahre alt, er wirkt älter. Er hatte hier am Anfang des Turniers Schwierigkeiten, ist aber wohl seit gestern optimal in Schuss. Das ist die Entdeckung des Jahres, Miloslav Mečir. Er gilt als Geheimfavorit für diese 79. internationalen Tennismeisterschaften von Deutschland. Mats Wilander schlägt auf. Out. 0-15. Love 15. Love 30. 15, 30. 15, 30. Saying 40, 15, 40. Spiel, Game. Und da gelingt Miloslav Mečir gleich im ersten Spiel das erste Break. Wir haben vielleicht einen kleinen Vorgeschmack bekommen auf das, was der lange Tschechoslowake zu leisten imstande ist. Hier nochmal ein gut vorbereiteter Netzangriff. Das sieht alles etwas langsam aus, aber seine Schläge haben einen ungeheuren Druck und er ist mit seiner Riesenreichweite ein exzellenter Volleyspieler am Netz. Mats Wilander, ich deutete es an, hatte am Anfang Probleme, sah nicht gut aus gegen den Schweizer Jakob Lasek beim 7:5, 6:4,
hatte größte Schwierigkeiten gegen den Pinneberger Michael Westphal, der ihn am Rande einer Niederlage hatte beim 4:6, 6:4 und 6:3. Kam Wielander vor allen Dingen in Schwierigkeiten, als er im letzten Satz beim Stande von 3:3 und eigenem Aufschlag 0:40 zurücklag. Aber gestern bezwang er den Argentinier Guillermo Vilas glatt mit 6:3 und 6:0. Und da hatte man den Eindruck, Wielander hat sich wieder eingeschossen. Aber Miloslav Mečir ist von ganz anderem Kaliber. Er schlägt jetzt auf. No from say. Love 15. From say bottom. 15 all. Erster Aufschlag, First Service. Drei, sechs, fünf, sechs. 30, 15. Third sick from say 40, 15. Spiel Game mit Sieg. Leicht gewinnt Miloslav Mečir dieses erste Aufschlagspiel. Er geht mit 2:0 in Führung. Bei Mats Wielander hat man den Eindruck, als sei er noch nicht so ganz richtig wach, aber das mag täuschen. 15:0, 15 love. Genau. From the same rider, 15 all. First service, Esther Aufschlag. First service. Drei, sechs, fünf, zehn, 30, 15. Mmh, der Ball guckte schön übers Netz. 40, 15.
Spiel Game Villain. Metzia führt mit 2-1 in erster Satz. Metzia leads 2-1, first set. Der Center Court am Hamburger Roten Baum füllt sich allmählich, aber das Wetter hat in dieser Woche Tennisspielern und Veranstalter sicherlich einen Strich durch die Rechnung gemacht. Das wirkt sich auch im Besuch aus. Es werden wohl bis morgen, natürlich ist der Endspieltag ausverkauft, genauso wie der heutige Vorschlussrundentag. Insgesamt 85.500 Zuschauer, die Spiele dieser 79. Internationalen von Hamburg gesehen haben. Das sind gut 7.000 weniger als beim besten Besuch im vergangenen Jahr. Bitte setzen Sie sich, meine Damen und Herren. Vielen Dank. Aufschlag Miloslav Mitschir. First Service, erster Aufschlag. From the same note, 15 love. Try signal, 30 love. Rutschte von der Linie weg. Pech für Wielander. Spiel Game Metzia. Ja, der Flüchtigkeitsfehler beim Volley hat ihn nicht irritiert. Metzia führt mit 3-1. Metzia leads 3-1. 3-1 für Miloslav Mitschir. Ich habe ihn gestern selber gefragt, wie er sich ausspricht. Er sagt, eigentlich kommt da hinten noch so ein Zischlaut dran, Mitschir. Aber für Mitteleuropäer würde es bei Mitschir auch reichen. Ich sage Ihnen das deswegen, weil der englische Schiedsrichter Dr. Mark Cox eine andere Aussprache für den Tschechoslowaken hat. 0-15. Love 15. From the same body, 15 all. From the same price. 15-30.
von St. 40, 1540. Da sehen Sie es nochmal. Unheimlich genau setzt Mitch hier die Bälle. Da sind wir wieder live auf dem Center Court. 30, 40, 30, 40. Einstand. Deuce. Four tau. Advantage, Messier. Schön gespielt von Wilander. Aber er hat seine Probleme, der Schwede, gegen das druckvolle Spiel von Mitch hier. Vorteil, Advantage Wilander. Unnehmbar über die Rückhand, Schulter von Wilander, dieser Lob von Mitch hier. Hier sehen Sie es nochmal. Er hat einen ungeheuren Druck auf der beidhändigen Rückhand. Einstand. Juice. Der vierte Breakball in diesem Spiel für Miloslav Mitch hier. Erster Aufschlag, First Service. Einstein. Juice. Vorteil, Advantage Metzia. Und beim fünften Mal schafft er es dann. Miloslav Mitch hier nimmt Mats Wilander zum zweiten Mal in diesem ersten Satz den Aufschlag ab und führt mit 4:1.
Ja, liebe Zuschauer, da werden Erinnerungen wach an die enttäuschend und einseitig verlaufenden Viertelfinalspiele von gestern. Ich hoffe für Sie und uns nicht, dass das hier eine glatte Sache wird, aber dieser Miloslav Mečir hat hier den starken Eindruck bestätigt, den er schon seit Anfang des Jahres überall, wo er auftauchte, hinterließ. Er gewann im März ein Turnier in Rotterdam, ein Grand Prix-Turnier. Sie erinnern sich vielleicht, dabei bezwang er auch Boris Becker und die beiden Schweden Jarrit und Nyström. Nyström besiegte er gestern auch, immerhin den 10. der Weltrangliste mit 6:2 und 6:2. Vorher schaltete er seinen Landsmann Libor Pimek aus, der auf der Weltrangliste noch vor ihm steht, auf Rang 21, 6:1 und 6:3. Und der Israeli Shlomo Glickstein war in der ersten Runde beim 6:1, 6:2 auch kein Problem für den 1,91 Meter langen Tschechoslowaken. Nehmen Sie bitte Platz. Ruhe bitte, quiet please. Null 15, love 15. Same beide, 15 all. Ungeheuer viel Ballgefühl. Der Ball war ja nicht einfach zu schlagen. Ja, beide Spieler waren sich nicht sicher, ob der Aufschlag gut war. Dann wurde weitergespielt und wieder kam das variantenreichere Spiel von Mečir zum Tragen. Er führt mit 5:1. No 15. Love 15.
From the same rider. 15 all. Drei, six, fünf, sechs, 30, 15. Wie locker der den Ball wegtut. Und damit erster Satzball für Mitchell. Zum dritten Mal verliert Wielander sein Aufschlagspiel und Miloslav Mečir gewinnt den ersten Satz in 27 Minuten mit 6:1. Man hatte den Eindruck, dass der hier an Nummer 1 gesetzte Mats Wielander nie seinen Rhythmus fand. Hier sehen wir es nochmal. Er hatte sicherlich Pech bei diesem Netzroller und dann war Wielander geschlagen. Miloslav Mečir. Er war auch in Philadelphia im Finale, das er dann gegen McEnroe verlor, nachdem er vorher sowohl Nyström als auch Connors geschlagen hatte. Ich sagte es schon, die Entdeckung des Jahres. Ein Mann, der sehr bald auch unter den ersten 10 der Weltrangliste wiederzufinden sein durfte. Die meisten Zuschauer wissen mit seinem Namen noch relativ wenig anzufangen, aber ich sagte es schon, er hat hier den stärksten Eindruck hinterlassen. Er hat bisher erst 16 Spiele abgegeben auf dem Weg ins Halbfinale, 15 sogar nur und das 16. jetzt gegen Mats Wielander. Findet der Schwede ein Mittel gegen Mečir? Field signal, 40 love. Game at
sagenhaft, diese fast ansatzlos geschlagenen Stops von Mitchell. Erstes Spiel, zweiter Satz. First game, second set. Hier sehen wir es nochmal. Weit ausgeholt und dann die Bewegung abgebrochen zu diesem unnehmbaren Stopp. Er ist Student der Wirtschaftswissenschaften. Wie lange wird er das nebenbei oder pro forma noch betreiben können? Jetzt ist er voll im Turnierfahrplan. Er sagte uns gestern, im vorigen Jahr habe ich die Weltklasse studiert. In diesem Jahr möchte ich versuchen, sie zu schlagen. Ein ganz bescheidener, sympathischer junger Mann, dem auch dieses Hamburger Wetter nichts anhabt. Er sagt, bei diesen Temperaturen und diesen Bedingungen habe ich in der Tschechoslowakei oft Tennis gespielt. Mir macht das nichts aus. Time, please, gentlemen. Aufschlag Wielander. Nullsum same. Love 15. Zwei, drei Zentimeter vor der Grundlinie sprang dieser Lob auf. Der Wielander kann einem fast leid tun. Wieder über die Rückhandseite. It was a crowd. Esther Oschlag, first service. Ein schöner Ballwechsel mit dem besseren Ende für Wielander. 15:30. Herr Mitchell kommt mit seiner Reichweite immer noch an die unmöglichsten Bälle ran. Und Wielander läuft erneut Gefahr, sein Aufschlagspiel zu verlieren. Einstein, Juice. Vorteil, Advantage Metzier. Auch das noch, ein Doppelfehler des Schweden.
Ruhe bitte. Einstein, tschüss. Glück für Wielander. Sofort nach dem Return am Netz. Vorteil, Advantage Net 10. Spiel Game Net 10. Nicht zu fassen. Zum vierten Mal verliert Wielander sein Aufschlagspiel. Er hat ihn überhaupt erst einmal durchgebracht in dieser Halbfinalbegegnung gegen Miloslav Mečir, der hier der sicherere ist, der druckvollere Spieler, der die Initiative übernimmt. Ah. 15-0, 15-0. Sieht alles so leicht aus. Ah, jetzt geht das Publikum mit und macht Wielander Mut. Spiel Game at 10. 3-0 im zweiten Satz. Wielander, was ist los? Mečir führt mit 3-0 im zweiten Satz. Das sieht nach einem Debakel für den hier an Nummer 1 gesetzten Schweden aus, dem vierten der Weltrangliste, gegen Miloslav Mečir. Ihre Gemeinsamkeiten, beide 20 Jahre alt, beide mit der beidhändigen Rückhand. Aber was macht der Tschechoslowake draus und was Wielander?
Ja, die Zuschauer, die jetzt erst kommen, sie könnten unter Umständen nicht mehr allzu viel von diesem ersten Halbfinalspiel am Hamburger Roten Baum sehen. Weil dieser Mann, Miloslav Mečir, so stark spielt und sein Gegner Time. Nie seinen Rhythmus fand. Man weiß das ja bei Wielander nie. Nehmen Sie bitte Platz, meine Damen und Herren. Findet er noch mal Vielen Dank. Zu seinem Rhythmus zurück. 1-6, 0-3 liegt er zurück. Aus! No 30. Love 30. Kommen wie aus dem Lehrbuch. No 40, love 40. Ruhe bitte. Nach einem Debakel aus und nach einer Sensation. Miloslav Mečir führt den Weltklasse-Mann Wielander regelrecht vor. Schauen Sie sich das an. Ich weiß nicht, was der Schwede hat heute Morgen. Beim Frühstück war er noch ganz zuversichtlich. Aber er findet gegen Mečir überhaupt kein Rezept. Er spielt zum ersten Mal gegen den langen Tschechoslowaken. Das ist sicherlich auch noch ein zusätzliches Plus für den an Nummer 9 gesetzten Mečir. By 6-15, 30-15. By 6-30-all. Spiel Game at Sea. 5-0 im zweiten Satz. Den ersten hat Mečir mit 6-1 gewonnen. Das Spiel dauert jetzt gerade mal 45 Minuten.
Ich habe keine Erklärung für die schwache Leistung von Wilander, außer der, dass sein Gegenspieler Miloslav Mečija so ungeheuer stark spielt. Das sieht, ich muss das nochmal wiederholen, doch manchmal so langsam aus im Bewegungsablauf. Aber Sie haben es ja selbst öfter feststellen können, wie viel Druck er mit seiner beidhändigen Rückhand machen kann. Viel mehr als der Schwede mit seiner ebenfalls stärksten Waffe. Und ein rein schwedisches Endspiel bei diesen 79. internationalen Tennismeisterschaften von Deutschland ist in ganz, ganz weite Ferne gerückt. Nachher in der zweiten Vorschlussrundenbegegnung spielt Henrik Sundström gegen den Argentinier José Luis Clark. Aufschlag Wilander. 15-0, 15-0. Same ball, 15-0. Try 6-15. 30-15. See it 6-15. 40-15. Spiel Game Wilander. Ja, wir klatschen hier die Zuschauer auf dem Center Court am Hamburger Roten Baum den Ehrenpunkt im zweiten Satz. 5-1. Das war wieder mal die Riesenreichweite von Mečija. Sehen Sie mal, wie schwer dieser Ball zu erreichen war und ihn dann auch so zu platzieren. Und welche Länge hat der Mečija in seinen Bällen? So nicht. 15-30, 15-30. Kaum hat man das Gefühl, jetzt könnte auch der Wilander reinkommen, dann gibt Mečija diese Antwort. Zwei Bälle trennen ihn jetzt noch vom Sieg. Oho, der erste Doppelfehler. Und zum ersten Mal überhaupt Breakchance für Mats Wilander bei Aufschlag von Mečija.
Einstand. Tschüss. Schön gespielt von Wielander. Advantage, Wielander. Der erste Aufschlagverlust von Mechir, das erste Break von Mats Wielander zum 2:5. Mechir 6:1 und 5:2 führt der Tschechoslowake, der jetzt, wie gesagt, zum ersten Mal seinen Service abgab. Wer will da jetzt an eine Wende glauben? Das Wetter macht uns im Moment keine Sorgen. Es ist diesig, es ist feucht, aber es regnet nicht mehr. Auf der schönen Anlage des Clubs an der Alster in Hamburg. Bei dieser ersten Vorschlussrundenbegegnung der 79. Internationalen Tennismeisterschaften von Deutschland. Na, zeigt er jetzt Nerven? So dicht vor einem Riesenerfolg. From the same beide, 15 all. Out. Na, den habe ich gut gesehen. Out. Zwei Matchbälle. Für diesen Spieler, für Miloslav Mechir. Und da ist passiert. In dieser Höhe eine Sensation. Mit 6:1 und 6:2. In noch nicht einmal 55 Minuten bezwingt Miloslav Mechir den an Nummer 1 gesetzten Schweden Mats Wielander. Die ersten Autogramme, die in ihrem Stellenwert sicherlich bald noch gewinnen werden. Ich sagte eingangs, meine Damen und Herren, dieser lange Tschechoslowake ist die Entdeckung der Saison. Wer will ihn aufhalten? Manche vergleichen ihn schon mit Ivan Lendl. Und ich glaube, dieser Vergleich ist heute schon mehr als berechtigt. Der erste Finalist vom Hamburger Roten Baum 1985 steht fest, der verschwindet da hinten aus dem Bild. Miloslav Mechir, 20 Jahre alt, aus der Tschechoslowakei.
Das also, meine lieben Zuschauer, ist die Entdeckung des Jahres, die große Überraschung am Hamburger Roten Baum, Miloslav Mečiar. Congratulations first. Miloslav Thank spricht you. Nur ein ganz klein bisschen Deutsch, deswegen werden wir versuchen, uns Englisch zu verständigen. Did you ever expect to beat Mats Wilander so clearly? Haben Sie überhaupt erwartet, Mats Wilander so klar bezwingen zu können? Not really. I lost to him twice when I was junior and I would be happy if I would won anyhow. Also das ist eine neue Information. Hier wird ja alles genau statistisch erfasst. Als Junior hat er zweimal gegen ihn verloren. Das wussten wir noch nicht. Seitdem er also jetzt im großen Turniertennis ist, gab es noch keine Begegnung. Also insofern eine Überraschung, aber er hat Nyström schon geschlagen. Während die meisten anderen Spieler ja Angst vor den Schweden haben. Most of tennis players are afraid of the Swedish players. Obviously you not. Sie ganz offensichtlich nicht. Yeah, well, I'm Czech, but I'm Slovak, I mean. I don't mind that much their game, so I like to play and them. And also er macht sich vorher da gar keine großen Sorgen, er spielt halt einfach. Auf welchem Untergrund spielt er denn am liebsten? Which surface do you prefer? I like clay and Supreme. This is my favorite surfaces. Also einmal die Sandplätze wie hier in Hamburg, dann aber auch Kunststoffplätze wie beispielsweise Supreme. Miroslav, I told our spectators, ich habe unseren Zuschauern erzählt, Sie studieren noch Wirtschaftswissenschaften. Wird das denn jetzt alles zu Ende sein, denn Sie stehen am Beginn, das heißt, Sie sind schon mittendrin in einer großen Tenniskarriere. Well, I'm in a first class in economic and I just made one exam and I try to do some more if I can. I try to. Also er will versuchen, er ist jetzt gerade im ersten Semester, das noch weiter zu machen, wenn er kann. Aber die nächsten Turniere stehen schon an. What are your next plans? I'm playing next week in Munich, then I go to Rome, then Nations Cup here in Germany, and Roland Garros and Wimbledon. Also das muss man, glaube ich, gar nicht übersetzen. Voller Turnierplan, jedenfalls bis Wimbledon. Miloslav, the German tennis friends knew your name because you have been beaten Boris Becker in Rotterdam. A few words about Boris Becker. I think he will be a good player. His game is quite strong. He's got a power in game and if he keeps playing like this, he can be a good player. Also er spricht sehr nett über Boris Becker, den er ja in Rotterdam geschlagen hat. Er hat sehr viel Power, sehr viel Druck in seinem Spiel. Und wenn er so weitermacht, kann er ein sehr guter Spieler werden. Aber what about Miloslav Mečiar? You are the shooting star of this season. What do you expect? Where will you be at the computer world ranking list after this season? Wo werden Sie nach dieser Saison auf der Computer-Weltrangliste stehen? I don't know. I try to play my best and it's a work of computer to make a ranking. And no estimation, keine Schätzung? No. Man nennt Sie schon den neuen Ivan Lendl. Ist das eine Bezeichnung, die Sie gerne hören? Sometimes you understand the German, manchmal versteht er es, aber diese Frage nicht. Man nennt ihn schon den neuen Ivan Lendl. Ist das also eine Bezeichnung, die ihn erfreut? You have been called already the new Ivan Lendl. Is this an estimation you like? No, I don't like it. I want to be myself. If you compare Mečiar with Lendl, what would you say, wenn Sie sich mit Lendl vergleichen? I don't know. Lendl plays his own game and I play my own game. And I just like to play. That's it. Also da ist ihm nicht allzu viel zu entlocken. Lendl spielt sein Spiel und er spielt sein Spiel. Gibt es irgendwelchen Ausgleichssport? Ich habe gehört, Sie haben früher auch Hockey gespielt. I've been told you played hockey before. Is there any other sport you do? Yeah, I like to do all the sports. I like to ski and I like to play soccer with friends. I like to do all the sports.
Also er liebt Fußball und Ski und alle anderen Sportarten. Lassen Sie mich dieses Interview beenden mit einem Rückblick auf gestern, liebe Zuschauer. Gestern nach seinem Erfolg im Viertelfinale hatte Miloslav Mitschir nichts Eiligeres zu tun, als auf den Fernsehapparat zu gucken, denn da gewann die Tschechoslowakei gerade die Eishockey-Weltmeisterschaft. War das für Sie eine ähnlich große Freude wie der Sieg heute? Yesterday you saw your Czechoslovakian ice hockey team winning the world championships. I think it was a very big day for me also, because they had a good team and they didn't play that well for a few last years. And you know, it was at Prague, so everybody was expecting them to do the best. And I'm very happy that they won it. Also es war ein großer Tag für ihn, auch weil die Tschechoslowakei, die am Anfang nicht so gut spielte, Eishockey-Weltmeister wurde. Allerletzte Frage, last question, whom do you expect in the final? Wen erwarten Sie im Endspiel? Morgen am Roten Baum, Sundström oder Clerc? I don't know. I leave it on them. Okay, so, also er weiß es nicht und er überlässt es dem Spiel. Vielen Dank and good luck to you, Miloslav Mitschir. Thank you very much. Thank you. Thank you.